So, hallo und herzlich willkommen zurück zur ATS. Der Max und der Thomas sind auch wieder dabei, aber die könnt ihr noch nicht sehen, weil ich sie gleich aufsammeln werde. Nein. Oh, stimmt, ich sollte die Karte anpassen, weil sonst fahre ich sicher wieder irgendwo hin, wo ich nicht hinfahren soll. Da frage ich mich, wo sind ihr alle? Aber ich glaube, das ist richtig. Wenn du die 5 hochfährst, ja. Ja, das. Genau, okay, ja. Ja, nicht, genau. Dass ich dann irgendwo lande und dann bin ich da und dann denke ich mir so, hä, da fehlt doch was. Ja gut, dann haben wir schon mal den Fehler beseitigt. Ich muss aufpassen, wo ich hinfahren muss, dass ich hier wieder Kacke mache. Einfach auf die Autobahn. Dann auf die 5 drauf, ja genau, muss bloß gucken, wo ich mich hinten, ja, okay, da. Einfach bloß meine Auffahrt und dann warte ich da. Ja. Ich habe übrigens 8 Tonnen. Oh, können wir uns ja streiten, wer hinterher und das hinterher fährt. Sehr gerne. Also du. Also bist du dann hinter mir, ja. Genau, ich mach das letzte, wie immer. Okay. Okay, so. Ich hab, ich glaube 27 oder so. Fettsack. Nur leere Paletten, also ich fahre quasi Holz. Wow. Mit Nägeln. Wolltest du nicht hier kein Holz fahren, Johannes? Ja, das ist ein bisschen doof, aber. Das ist ja verarbeitetes Holz, hahaha. Nee, das wäre schon eigentlich Endprodukt, aber okay. Oder beziehungsweise, ja gut, verarbeitetes Holz können ja auch Bretter oder Balken oder so ein Shit sein. Jetzt hast du Endprodukt. Nützliches Endprodukt aus Holz. Ich bleibe holztreu. Nächstes Mal fahre ich einen Tankanhänger, dann fahre ich verflüssigtes Holz. Oh ja, bitte. Ja, Holzreste, ne? So die flüssigen. Harz, Baumharz. Ja, klebrige Scheiße. Den Trailer willst du danach nicht sauber machen. Ich bin die Nummer 4. Ich bin nichts, oder was bin ich? Ich bin die 70, auch bin ich alt. 69. Lol. Der alte, alt, ey. Alte Sek- Meme-worthy alte. Oder so. So, ich stehe irgendwo jetzt hier bei meinem Autobahnkreuz. Ich hoffe nur, dass ich euch sehe. Hoffe ich auch. Wohin geht es jetzt eigentlich für uns alle? Erst immer nach Merritt. Ja, genau, Merritt. Und dann? Nach Salmon Arms. Salmon Arms, also hier Lachsarm. Salmon Army. Und nee, nein, die Fischarmee. Lachse haben keine Arme. Bevor jemand fragt, nein, der Ort heißt einfach nur so. Wahrscheinlich war ihr Gründer dieses Ortes ein Verschwörungstheoretiker, der dachte, dass Lachse noch so, ne, so Fische mit Armen sind. Am Ende sind sie es und wir wissen es nur nicht. Tja. Weißt du, jedes Mal, wenn so, wir, flossen. Jedes Mal, wenn wir sie, wenn sie gefangen werden, schmeißen sie ihre Arme weg. Ich meine, immerhin die Fische bei SpongeBob, ne, nutzen ihre Flossen auch als Arme und Hände. Stimmt, zum Essen von zum Beispiel Krabbenburger. Ja, 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 siehst du, SpongeBob erzählt ja die Wahrheit. Oh, Fische können auch Krabbenburger essen. Ja, ja, gut, es, also, ne? Ja, gut. Okay. Warum nicht? Also wenn ihr mal unterwegs seid und Krabbenburger esst, Leute, ne, dann seid ihr genauso cool wie Fische. Yeah. Yeah. Bruh. Bruh. Brumm, 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 um schon mal als Aufklärung tätig zu sein. Okay. Für die Leute, die die nächsten Tage warten, weil jetzt haben wir es ja, was Dienstag? 22. Wenn Donnerstag der 24. ist, kann sein. Die nächste Folge ist Weihnachten. Ja, die nächste Folge ist Weihnachten. Für alle, die warten darauf, dass es wieder von uns dieses Jahr ein Weihnachtsvideo gibt, nein, das fällt aus wegen Corona. Dumme Ausrede dieses Jahr, aber... Hashtag ist so, weil es gibt nichts zu erzählen, so wirklich. Nein, das ist keine dumme Ausrede, das ist eine schlaue Ausrede. Und ich sag mal, die Spiele, die wir schon gespielt haben, schaut sie einfach, wenn ihr drauf Bock habt. Ja, ist einfach so. Normalerweise erzählen wir immer, wenn wir ein neues Spiel anfangen, warum wir das Spiel spielen. Also warum sollten wir es dann Weihnachten nochmal wiederholen?
wenn ihr darauf Bock habt, guckt's einfach. Hallo? Ist geil. Alles, was wir spielen, finden wir geil. Was wir spielen, na lol. Stimmt, ja, das ich ist. Ich bin ein schlauer Kopf, ey. Mensch, ey. Nach mir sollte eine Straße benannt werden. Und ein Ort. Ist es dann neben Lachsarm und ja, auf jeden Fall, neben Lachsarm. Und neben hier Steam Gun. Nee, neben Walfischarm. Neben Steam Gun. Gunship. Steam Gun, Boatship, Boatship, Gunship. See der Züge. Nee. Ja, das ist. See der Züge. Ah, oh, Johannes, bist du das? Guten Tag, hallo. Hallo. Wenn ihr auf Höhe des Seattle. Ich hab dich zu spät gesehen. Bin ich schon da. Johannes, du bist ganz schön lang, ne? Sie. Johannes hat einen langen. Ich hab mich gewundert, okay. was du da 27 Tonnen wiegst, ne? Ja, das ist eher nicht groß oder nicht schwer, sondern viel. Deswegen. Also wenn wir mal einen Scheibenwischer ausmachen. Das ist immer eine fetzige Idee, wenn es nicht regnet. Vorhin hat es aber geregnet, ja. Das startet 5M. Für das Seattle-Schrift zugleich. Ich hoffe, dass ich das sehe. Also ich weiß nur, dass wir jetzt, glaube ich, nach Seattle reinfahren. Nee, wir fahren dort. Naja, obwohl doch, ja, nee, ist ja mehr oder weniger aus dem Durchgang, weil der Ort ja so komisch. Das ist ja gerade so dieses komische Kreuz da. Wenn wir rechts, glaube ich, gefahren werden, ist es ja diese komische Umgehung da. I guess. Wenn wir einfach auf der Spur bleiben, dann passt das schon. Geh ich mal von aus. Hoffe ich halt mal. Sir Tiger 05. Max, bist du Sir Tiger 05? Das ist ein neuer Account. Hier, um nochmal auf das Weihnachtsthema zurückzukommen. Wir sehen den Seattle-Schriftzug, Max. Okay, cool. Ja, yep, davon bist du schon. Um nochmal auf das Thema da zurückzukommen. Natürlich gibt es Spiele, die wir nächstes Jahr da spielen. Ist ja nicht so, dass wir dann AFK zu Hause weinend rumsitzen. Nein, natürlich gibt es Spiele. Zum Beispiel New World, ja. Da müssen wir ja auch in keiner Liste nachschauen. Das kommt, glaube ich, im Frühjahr. Ja, Lichthube war zwar nicht da, aber zieh rüber, ja. Ich hatte doch Platz, Alter. Eigentlich nicht. Komm noch bremsen müssen. Okay. Beziehungsweise Stop Accelerating. Was ist das denn für ein Scale auf der Karte? Weiß nicht. Aber knapp. Kartoffel mal Lauchzwiebel. Ich pie mal Daumen. Ja, ist schon veraltet, ne? Ja. Das haben, nicht mehr. Das haben die irren Iren noch verwendet damals. 1260. Ich irgendwelche irrationalen Zahlen nehmen dafür oder so. Achso, ist Pio. Ich bin ja witzig. Ich musste zwar kurz nachdenken, aber ja. Boah, Jojo ist voll langsam, ey. Ich hab wegen dir etwas langsamer gemacht, Schätzchen. Hab gewartet. Alles cool. Bin ich ja gespannt. Ah ja, stimmt, übrigens. Jesus, ey, drei Konversationen für ich gleichzeitig hier. Multitasking. Falls sich jemand fragt, warum British Columbia. Wir haben Pro-Mods mit dazu genommen, weil. Weil die geil sind. Weil die geil sind. Und damit wir nicht immer auf die DLCs warten müssen. Von. Truckers MP, ja. Man muss ja den Schuldigen auch mal beim Namen nennen. Dauert uns etwas zu lange, deswegen haben wir mal Pro-Mods ausprobiert, weil die bei ETS schon sehr gute Jobs gemacht haben, oder Job gemacht haben. Deswegen schauen wir uns mal in British Columbia um, was Kanada ist. Obviously. Ich sollte, wenn wir in Ding sind, sollte ich gut auf die, aber gut, ich hoffe, am Grenzübergang müssen wir anhalten, weil dann sollte ich mir in Merritt einen Punkt noch machen, weil das ist das Einzige, was ich heute vergessen habe. Ja, am Grenzübergang. Ja, so, glaub ich habe noch einen Aussichtspunkt entdeckt. Hooray! Hooray! Wenn nicht, dass ich dann irgendwo die Wildnis war, dann heißt es plötzlich, Johannes, bist du doof eigentlich? ja. Dann muss ich plötzlich so ein Elch um die Ecke und guck dich dumm an oder so.
Dann muss ich plötzlich diese Frage auch noch mit Ja beantworten. Das ist nicht gut. Den Mittelhof. Das Mittelhof. Kommt der Fisch und zeigt hin. Der Lachs und zeigt der, hin. Der Lachs. Der zeigt dann so auf dich und lacht dich aus. Come on. Blubbelt so rum. So, um nochmal auf das Weihnachtsthema zurückzukommen. Eine Unterhaltung, die ich schon dreimal jetzt, glaube ich, mindestens angefangen habe. Lasst euch einfach überraschen, was die Spiele des nächsten Jahres betrifft. Wir wissen es selber nicht, weil es gibt einfach zu wenig, ja, deswegen machen wir das Video nicht. Weil was ich wegen. Wie Spiele könnten wir sagen, dass die nächstes Jahr definitiv kommen? 3, 2. Selbst von bei Mutant wissen wir es ja nicht. Weil das ist ja hat ja noch keinen festen Release-Termin. Was Max sehr, sehr traurig macht. Stimmt. Aber ich sag mal, wenn es einen Release-Termin hat und dann noch kommt, dann wird sich der Max definitiv da sofort dahinter klemmen. Müssen wir hier rausfahren? Ja. Okay, gut. Nicht das. Sonst wäre wieder alles hier in den Pops gegangen. Ihr sollt doch nicht so rasen. Das haben wir eine echt. Hey, du Raudi! Raudi, alter Raudi. Du Raudi mit deinem Audi. Audi. War hier schon Grenzübergang? Ich glaube nicht. Kommt bestimmt gleich. Frag den Grenzübergang, ey, warst du schon? Wenn ihr unbedingt wissen wollt, welche Spiele wir nächstes Jahr definitiv covern, dann fragt uns bitte in den Kommentaren. Nicht. Doch, wenn dann hau ich einfach eine Liste da rein, fertig, oder einen Link zu der Liste online. Und da stehen auch, also, selbst die Online-Liste für nächstes Jahr hat extrem wenige Spiele. Das sind, glaube ich, irgendwie nur 10, 12 Stück oder so für nächstes Jahr, was sehr unüblich ist. Für, also, mein alle, ja, also von jedem Genre. Das ist sehr unüblich, dass es so wenige Spiele sind. Ja, Spieleindustrie stimmt aus. Können wir wenigstens mehr sparen? Mehr sparen? 2021 wird das Jahr der Hardware. Für mich definitiv. Für mich wird 2021 definitiv das Jahr der Hardware. Ich brauche unbedingt nächstes Jahr einen neuen PC. Neue Grafikkarte. Und neuen Prozessor. Also alles eigentlich. Einmal alles bitte. Einmal alles. Extra viel Soße oder so. Ja, wollte gerade sagen, mit extra viel dünner Soße. Weil jetzt lohnt sich endlich mal das Upgrade. Links, rechts, links, rechts. Ja, warum nicht, ne? Die kann schon blinken, Thomas, in beide Richtungen, dabei sind es auch die Bremsleuchten gleichzeitig. Ja, komisch, ne? Du asozial, ey. Ja, mehr geht da nicht. Danke, also danke, hey. Warte, bis wir in Kanada sind, da ist der Sprit günstiger. Da ist der Sprit aus Ahornsirup. Ja, wahrscheinlich. Aus Ahornsirup. Eine amerikanische Flagge ist da vorne, was? Was kann man da machen? Ah, da ist der Grenzübergang, deswegen. Ah. Das sind irgendwelche Kanadier, die ihr Land nicht mögen oder so. Siehst du doch die Flagge, Alter. Links. Wenn wir davor fahren, links wäre die Ami-Flagge, rechts ist die Kandia-Flagge. Candy-Apple-Flagge. Ah, da! Aha. Ja, wo müssen wir jetzt hier abbiegen? Da. Ja. Oh, Leute, ey, was ist denn Grenzübergang hier? Ein sehr spezieller. Der, den man Leute verarscht. Pass auf, jetzt laufen an unserem LKW gleich Leute vorbei.
So, ich fliehe aus dem Land, scheiß auf hier. Sicher, so funktioniert das. Ich fahr mal hin. Grenzkontrolle beginnen. Prüfe ihre Papiere. Ich hab meinen Ausweis vergessen. Ich hab meinen Ausweis vergessen. Kann ich auch mit einer goldenen McDonald's-Karte nach Kanada einreisen? Eine Krankenkarte reicht auch, oder? Ich weiß nicht, dass das so funktioniert. Ich fahr mal ein bisschen mit deiner Baumarkt-Bonuskarte. Payback einreißen. Ja, ja, ich fahr ein bisschen weiter nach vorne, damit ihr dann rauskommt. Weil ich muss sowieso noch recht deinen komischen Punkt da machen. Pünktchen und Anton machen, genau. Also ich bleib mal stehen, Thomas. So. So, Pünktchen machen. Anhub, dann geht's schneller. Merit, da ist es. Ja, der fährt raus. Das ist sehr nett. Bin fertig. Hat er deine Bauspezi-Karte angenommen? Nein, meine Kundenkarte vom Schmidt-Bäckerei. Oh. Wo ich nach 10 Einkäufen Brot geschenkt krieg. No handheld devices, was? Also darf man in Kanada keine Handys hernehmen. Okay, gut, kein Problem. Hört sich komisch an, ne? Mit was glaub, die meinen am Steuer. Mit was telefoniert man da? Mit, keine Ahnung, irgendwie so Schneeäulen oder so. Mit dem Ahornblatt! Klar. Da bin ich immer gespannt. Hä, was ist nein, das jetzt? Weißt du? Die Kanadier sind so höflich. Was ist das jetzt? Was denn? Oh, wrong way. War doch einfach. Nein, falsche Einfahrt. Wie falsche Einfahrt? Natürlich muss er hier rum. Willst denn du? Ach so! Ja, jetzt seh ich's. Ja, lol. Kommst du vorbei? Bist du in den Gegenverkehr reingefahren? Ja. Weil ich dachte, das ist eine Ausfahrt. Ja, nice. So schlecht. Hey, kann aber gar nicht sein, dass es davon Gegenverkehr eine gibt. Ja, doch, die da runterkommen von der Autobahn. Ja, nee, die haben doch diesen Kreis zum Runterfahren. Ja, wirst du gleich sehen, was da los ist. Diese Lupe, das kann doch nicht sein. Nee, die haben hier für diese, um auf diese Straße zu kommen, auch eine Auffahrt. Witzig. Bescheißt Johannes da jetzt? Ja. Ja. Okay. Ich weiß jetzt. Ne, weißt du hier die, ich hab nicht ohne Grund den Urtana an meinem Discord-Channel. Ne, Max, hast gerade gesehen, wo die da runterkommen? Eieiei. Entschuldige, dass ich was gesagt habe. Bist du auch aufgefahren? Ne, welches Stück Scheiße, Alter? Ich will nichts sagen, aber ihr könnt auch gucken, ne? Oder wo hast du jetzt festgefahren? Ampel? Ja, Ampel. Oma ist eine Ampel, Alter, was für eine Ampel. Oh, Alter, wie soll ich denn da jetzt wieder wegkommen? Ne, das ist so ein Forza-Schild. Kommt denn Drecks Forza-Schild jetzt nicht vorbei mit dem Trailer? Sie verarschen? Das ist so ein Drecks Betonsockel, ich hab doch genug ausgeholt jetzt. Sieh, du Sau. Jetzt hab ich richtig Scheiße, ey. Ja, kenn ich. Alter Vater, ey. Kanada ist schwer. Kanada ist scheiße. Tja, können wir ja gleich wieder deinstallieren. Soll ich dir helfen, Max? Wie willst du mir da helfen? Ich kuppel ab, komm runter und schubst den Trailer ein bisschen. Ja, hab schon, glaube ich.
Naja, ob wir sehen, ob Max sich befreien kann oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat hier in Kanada, dann lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und tschüss! Tschüss!